Dienstag. RX Cheese Retro Dienstag. Gaming on the original hardware. Hallo und herzlich willkommen zum Asterix Konami Stream. Zocken auf einer Original PCB, sprich Jabberboard. Das Ganze habe ich bis jetzt nur ein, zwei Mal ausprobiert. Funktioniert eigentlich einwandfrei. Und ja, ich würde sagen, ich starte mal und viel Spaß. Liegt standardmäßig, können Sie Asterix und Obelix aussuchen. Welch Wunder. Und ich starte mal Asterix weg. Mal schauen, was passiert. Ich habe das Ganze nicht auf Free-to-Play eingestellt. Ich habe das mit Münzenwurf eingestellt, dass es ein bisschen authentisch wirkt. Ist ein Standard-Beat'em-up, Konami-Style. Genauso wie The Simpsons oder X-Men. Die Turtles natürlich. Genauso dabei, oder das eher unbekannte Metamorph Force oder Metamorphing Force. Und ja, das ist eher eins von den letzten, was gekommen sind. Das war, glaube ich, das vorletzte von einer, was sie in dem Stil gebracht haben. Und man kennt auch, dass das schon relativ weit war. Aber es ist halt interessant, dass eine japanische Firma auf die Idee kommt, für europäische Franchise ein Spiel zu machen. In Amerika und so ist Asterix ziemlich unbekannt. Na komm, ja, da wird's auch. Mittagessen. Das ist auch interessant, wie sie das gemacht haben und die dann davor rennen. Beieinander sind. Oh, ich schau, wie weit wir da kommen. Servus, wir sind da gut gekommen. Jetzt habe ich sie ganz mitgekriegt. Hallo. Ah. Nicht wundern, ich rede mit mir selber, bin gerade auf dem Stream. Hi. Okay. So. Ich würde nur kurz zigieren, aber jetzt muss ich dann nicht auf zum PC, weil jetzt habe ich gerade gesehen, dass er da ist. Musst du ihm dann zigieren? Nein, ich muss ja, ich nämlich bei einem Sponsoring auch gefragt und da muss man mit ihm reden drüber. Oh Mare. Ja. Muss man da jetzt genau fragen, also anbieten, was der für, was wir wollen und so. Okay. Ich weiß wieder mal nichts davon, weil es ja nichts Neues. Nein, das war es eh nur er und ich. Okay. Ja, gern. Also du bist nicht der Einzige, der das nicht weiß. Gut. Und wann war es mir wurscht? Ja, eh. Aber ja, ich muss aufhören. Tschüss. Passt, bis später. Tschüss. Ja, was in Discord passiert, teilweise gar nicht mit, bevor es passiert. Na komm her. Ui, hat er wieder seine Botschen verloren. Jo, ihren Römer. Ja, natürlich das erste Leben schon weg, in ein paar Sekunden. So. Jo. Schweckerst. Man kann die Sperre abwehren. Die, was er wirft. Aber die, was da rauskommen, ja, die kann nicht viel machen. Kommst zurück, ihr Feiglinge! Aber man kennt über den Konami-Style einfach. Da war Animation und den ganzen, wie das gemacht ist. Aber ist Konami schon ganz eigene Liga gewesen. Das ganze Spiel mit einem Neo Geo CD-Controller. Was mir normal viel lieber ist als Arcade-Stick. Aber bei dem Spiel muss ich zugeben, war mir Arcade-Stick lieber, gerade bei den Bonusrunden da.
Weil da muss man nicht mit Daumen wirken. Sicher könnte der Tand das noch sein, aber nicht so meins. Aber ja, Arcade-Stick habe ich leider nicht alle Teile da, aber das wird definitiv auch kommen. Schöne beim Asterix ist das. Ob ich drücke, dann rutscht er rein. Ja, Laufschweinchen. Hey. Ah, jetzt kommt wieder der Tornado. Tut dann jetzt nichts direkt, aber er ist lästig, weil wenn man drinnen ist, kann man nicht viel machen. Das Problem. Na komm, ja, du dickes Ding. Ein Flugschweinchen! Na! Ja, aber klar. Aber was mir gerade auffällt, im Gegensatz von die Neo Geo Board, für mich ist mein Board, ich habe das One-Slot, da sieht man unten bei den Spielen immer für Münzen eingeworfen, bei dem nicht. Sieht man schon erst bei Continue oder. Ja, wie gesagt, ich habe nur das Board und nicht das komplette Kabinett. Aber ich habe den Platz auch nicht, dass ich für alles einen kompletten Arcade-Automaten aufstehe. Leider. Ich hätte schon den Wirbelsturm. Jo, renn mich nieder! Komm her da! Ma. Zuerst manage den Wirbelsturm so schön und jetzt renne ich nur noch rein. Genau, okay. Ah ja, und falls man es nicht gehört hat, jedes Mal, wo man Münzen einwirft, hat es so. Sehr überzeugendes Juhu, tut frei, das ist richtig. Ich fliege einfach gut rüber. Was? Genau. Ich weiß nicht warum, aber die Musik, was da für das Level genommen haben, erinnert mich ein bisschen an die Master System Version. Jetzt nichts gemacht, das war jetzt automatisch alles. Oh, nee! Ah! Aber ich glaube, das war zu der Zeit ziemlich. Naja, ich weiß nicht, ob es erfolgreich oder. Aber es war einfach irgendwie der Stil von der Zeit. Komischen Geräusche. Deren, weiß ich nicht, ob es wirklich 100% war. Oder erfolgreich, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber wie man sieht, da den links unten, das ist ein Charakter vom Film. Das ist so ein Best-of, ich weiß nicht, ob es für die Reihen von den Filmen ist oder nur von, oder ob Comics auch dabei sind. Ich muss zugeben, ich kenne gar nichts, von den Asterix-Comics, sondern nur die Filme. Aber ich glaube, so geht es ja die meisten. Rechts, jawohl. Weiter. Tipp, da laufen die Römer. Nee, lass mich rüber.
Okay, bitte, aber die Gleichen ist nicht so gut. Aber ja, ist ja klar. Es kommt meistens dies, mit dem man nicht zurechnet. Du stichst mich nicht. Oh nee, das war so klar. Ja, er fliegt nicht, aber das. Das ist wieder pure Fairness in die Spiele. Er gewinnt aber dran, okay, obwohl dort setzt er sich gar nicht aus. Jawohl, so mag ich das. Bin. Bah. Feiganto. Jawohl, so geht das wegkicken. Wer kommt uns Interessantes? Ja? Oh! Ja, das tut weh, wenn man den Singer hört. Jo, sicher, wir konnten ihn hallo. Ja. Ja, ja. Da. Kannst du nicht sehen? Jawohl, voll um. So gefällt mir das. So, da, ich merke was. Ich werde da ganz kurz abbrechen und den neu starten. Einen Moment bitte.